Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem McLaren Let's Play vom F1 Manager 22. Wir waren zuletzt in Jeddah und wir schauen uns gleich nochmal die Ergebnisse an. Das nächste Rennen, was ansteht, ist dann Australien im Albert Park und wir schauen uns jetzt erstmal das letzte Rennen nochmal an. Und da hatten wir einen Punkt geholt, komme ich aber später gleich noch drauf zu. Ferrari hatte einen Doppelsieg, Charles Leclerc vor Carlos Sainz. Dann die beiden Red Bull mit Max Verstappen und Sergio Perez. Auf Platz 5 war dann Lewis Hamilton. Auf der 6 war Valtteri Bottas. Auf der 7 George Russell. Auf der 8 Zhu Wanyu. Auf Platz 9 Fernando Alonso. Und auf der 10 waren wir dann mit Lando Norris. Ja, so viel erstmal zum letzten Rennen. Hier könnt ihr übrigens auch, da gehe ich jetzt aber mal auf Australien. Hier könnt ihr übrigens auch einsehen, zum Beispiel, wie es aussieht bei den anderen Teams. Ob die schon mal einen Motor gewechselt haben oder das ERS oder das Getriebe. Und dann sehen wir hier, hier hat noch niemand irgendwas gewechselt. Weil zum Beispiel beim Crash oder so, kann auch mal das Getriebe oder das ERS oder der Motor auch mal kaputt gehen. Und da sieht man halt hier, was die Teams schon eingesetzt haben. Da sollten wir auch mal drauf schauen, ganz kurz, wie es da bei uns aussieht. Da sehen wir, hier ist noch nicht großartig viel abgenutzt. Die Dinger lasse ich auch drin. So. Übersicht nach den Rennen in Saudi-Arabien. Wie immer, ihr könnt gerne Pause machen und euch das durchlesen. Ja, das Team war diesmal enttäuscht. Von dem Jeddah-Ergebnis. Ganz klar, wir haben nur einen Punkt geholt, das war nicht so dolle. Wir waren, finde ich, aber auch nicht so doll konkurrenzfähig. Wir sollen ja den 5. Platz mindestens herausfahren diese Saison. Und gegen Alpha Tauri und Alpine, das wird schon sportlich. Gerade weil Alfa Romeo auch einiges an Punkte gesammelt hat schon. Aber wir entwickeln ja. Ich möchte mal schauen, wann unsere Teile jetzt demnächst fertig sind. Was heißt demnächst? Das wird noch dauern, glaube ich. So, das ist erst vor dem Rennen in Imola. Ist das erste Design fertig. Wobei, das ist eigentlich relativ früh. Und da sind wir relativ gut unterwegs. Und hier könnten wir Glück haben, dass wir das noch zu Miami bekommen. Den Unterboden. Also haben wir tatsächlich schon vor Imola neuen Frontflügel. Das ist schon mal sehr gut. Das wird uns auf jeden Fall helfen und uns ein bisschen wieder nach vorne spülen. So ist die Hoffnung zumindest. Und ich will jetzt mal was schauen, denn ich bin der Meinung, Mick Schumacher ist wieder zu Verhandlungen bereit. So, wo haben wir Mick? Ja, offen für Verhandlungen. Aber bei ihm würde ich wirklich schon gern wissen, wie es ist mit dem Gehalt. Wir hatten es ja im Williams Let's Play gesehen. Da habe ich Jack Doan einfach mal einen Vertrag angeboten. Hier werde ich das nicht machen, weil hier handelt es sich direkt um Formel 1 Fahrer. Und den möchte ich eigentlich ungern irgendwie verhätscheln, obwohl. Sollen wir es versuchen?
Die Geduld ist eigentlich sehr hoch. Er wird doch nicht mehr verdienen als Troll, oder? Wobei ich ja nicht weiß, was Troll verdient. Ja, ist auch gut. Er wird auf jeden Fall weniger verdienen als... als Danny Ricciardo. Oh, jetzt habe ich irgendwas im Hals. Verdammt. Egal. Er kriegt 10 Millionen an Lohn. Wenn ich Mick probiere, auf 5 Millionen zu bekommen, wäre das ja eigentlich nicht verkehrt. Frage ist nur, ob er es macht. Oder ob er es sogar für weniger macht. Oh, Leute, ich muss mal kurz was trinken. Irgendwie habe ich was im Hals. So, weiter geht's. Ja, ich überlege halt, ob ich Daniel Ricciardo rausnehme. Aber wir wollten ja sowieso deutsche Fahrer haben und deswegen deutsche Fahrer oder deutschsprachige Fahrer und deswegen holen wir jetzt den Mick. Wenn es denn geht. Was passiert eigentlich, wenn ich Mick hole? Wird er dann ausgetauscht bei Haas durch Ricciardo? Oder kommt er erst zur nächsten Saison? Keine Ahnung. zwei Saisons. Ich probiere ihn erstmal relativ niedrig einzusteigen. Vielleicht klappt es ja. Rennzielbonus. Er bekommt einen Bonus, wenn er Punkte einfährt, generell. Und da kriegt er dann 100 von mir. Es kostet zwar ziemlich viel Geld, ist es mir aber wert, weil es ist unser erster Schritt dann, den wir machen hin zum Team mit deutschen oder deutschsprachigen Fahrern. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Klar, von der Leistung her wird es vielleicht ein bisschen abfallen, aber er entwickelt sich ja noch. Das finde ich halt so ein bisschen doof, weil ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob man die irgendwie tauschen kann, die Fahrer. Fahrer Nummer 1 und Fahrer Nummer 2. Aber gut. So, ich probiere es einfach mal. Jo. Perfekt. Ah, ich hätte ihn vielleicht noch für weniger gekriegt. Das ärgert mich dann immer so, wenn sie beim ersten Mal gleich annehmen. Aber da sparen wir ordentlich Geld, weil Ricciardo verdient 10 Millionen. Boah. Das ist schon ordentlich teuer, aber es ist mir wert. Yeah. Das sieht schon irgendwie ungewohnt aus. Hätte doch mal was für die Zukunft. Ja, was viele nicht wissen, Michael Schumacher wäre ja auch tatsächlich beinahe mal bei McLaren gelandet. Das wissen viele nicht. Er wurde ja quasi von Ron Dennis so ein bisschen damals versucht abzuwerben. Wäre auch lustig geworden. Was wäre dann so passiert mit Michael und seiner Karriere? Ich glaube, er hätte dann trotzdem genauso
einen Durchmarsch gemacht bei McLaren wie bei Ferrari. So, und wir haben Mick Schumacher verpflichtet. Unser neuer Fahrer. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was bei Haas passiert. Ob Haas jetzt automatisch Danny Ricciardo verpflichtet hat. Sehr gut. Irgendwie gefällt mir das. Das gefällt mir jetzt schon. Klar, er ist von den Werten her deutlich schlechter als Danny Ricciardo. Wachstumspotenzial ist leider auch nur Durchschnitt. Aber wir machen das Beste draus. Wenn nicht, müssen wir uns wieder schön saufen. Hat doch auch was. Wie kann ich mir denn die anderen Teams anschauen? Ja. Oh, Danny Ricciardo hat nichts mehr dahinter. Haas hat nur noch einen. Hier drin. Danny Ricciardo ist auch nicht automatisch, glaube ich, jetzt zu Haas gegangen. Hoffentlich habe ich das Spiel jetzt nicht kaputt gemacht. Warten wir mal ab. Tut mir auch irgendwie leid um Danny Ricciardo, weil er ist schon ein echt sympathischer Junge. Eigentlich einer, den man auch gerne mal wirklich einen Titel gegönnt hätte. Hat bei ihm ja leider nie geklappt. So. Ach, guck mal, die beiden haben ja auch Entwicklungspunkte. Na, dann schauen wir mal, dass wir den gleich ein bisschen vorantreiben. Ich würde sagen, ich bringe erstmal alles auf 70. Mindestens. Das ist ja nur noch der eine Punkt. Und dann verbessere ich ihn dann in eine Richtung irgendwo hin. Er geht auf jeden Fall übelst gut mit den Reifen um. Ja, aus Mick machen wir schon noch einen ordentlichen Fahrer. So, und Lando. Lando würde ich tatsächlich auch in die Abwehr ein bisschen machen. Ein bisschen rein investieren. Wo es auch Verbesserungen geben kann, ist natürlich auch beim Personal. Das würde dann hier unten aber auch irgendwie stehen. Ja, technischer Leiter, der Vertrag läuft aus. Weiß nicht, ich bin von ihnen aber auch nicht so wirklich überzeugt. Oh, da gibt es ja einige. Ich möchte schon gern einen ohne Vertrag. Einen, der vielleicht auch noch nicht so alt ist. Ich glaube, hier auf deutschsprachige Fahrer, als deutschsprachiges Team irgendwie zu setzen. Ach so, und das ist mir auch aufgefallen. Hier könnte Frontier noch mehrere Bilder spendieren, weil es tauchen tatsächlich Doppelte auf. Also das Bild habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen bei verschiedenen
Namen da vielleicht auch nochmal nachbessern. Will Clement. Der ist 39. Ich glaube, der wird sich noch gut entwickeln. Wie teuer wäre es denn, ihn überhaupt zu entlassen? Ist nicht teuer. So. Ich meine, der ist nur 2 Punkte, ist er zwar schlechter. Gut, aber Ben Watkins ist eigentlich auch noch nicht so alt. Ist genauso alt. Nee, dann werde ich wahrscheinlich mit Ben Watkins doch verlängern. Oder wie viel verdient er? Ich glaube, das würde er nicht mitmachen, oder? Wenn er plötzlich mehr verdient, weniger verdient. Bye. Ach, verdammt. Okay, dann kriegt er seinen alten Lohn. Dann bekommt er auch eine kleinere Pauschale. Das ist aber auch ein Hammel. Gierig ist denn mal gar nicht, oder? Was? Echt jetzt? Na, das überlege ich mir noch. So. Was ich gerne noch verbessern würde, ist die Teamzentrale, aber die baue ich sowieso jetzt aus, okay. Ist ja noch im Ausbau. Ja, die ist nicht so teuer und vielleicht bringt sie auch irgendwie was. So, die Tourzentrale habe ich auch ausgebaut einmal. Die bringt ja immer mal so ein bisschen Geld rein. Und dann würde ich sagen, wir fahren mal fort und kommen auch wieder. So, die Teamzentrale wurde erweitert. Sehr schön. Begrüßung von Mick Schumacher. Yo, herzlich willkommen. Ja, ich sehe schon, du wirst der nächste Weltmeister. Das ist ganz klar. Vorstand ist relativ sehr zufrieden, ist auch gut, sehr zufrieden mit uns. Es gibt noch einen Finanzbericht, können wir uns hier mal anschauen. Und da haben wir wieder etwas Verlust gemacht, aber
Wir müssen ja auch so ein bisschen schauen, dass wir vorwärts kommen. Upgrade Teamzentrale haben wir hier noch. Und der Autoentwicklungsbericht. Niedrige Geschwindigkeit können wir angehen, okay. Oh ja, da sind wir nur auf Platz 17. Da müssen wir unbedingt was tun. Das werde ich dann auch angehen. Und das Vorstandsbüro ist fertig. Und wie schnell die hier die Sachen bauen, ey. Ich glaube, die sollte man mal irgendwo an Großbaustellen schicken. Ja, dann geht doch mal was schneller. So. Wir haben einmal die Rennvorschau. Und wie gesagt, das Vorstandsbüro wurde jetzt gebaut. Erreiche Q2, ja. Erreiche Q3. Mache ich jetzt mal nicht. Und hier gehe ich einfach mal auf Nummer sicher. Da haben wir eine kleine Sache, die wir noch mit reinkriegen. Aber Platz 15 sollten wir auf jeden Fall erreichen. Also wenn wir das nicht schaffen, dann gibt's Hauer. Und das würde ich auch festsetzen für beide Fahrer. Dass beide Fahrer auf jeden Fall Platz 15 erreichen. Das als kleinen Bonus. Rennziele, Zielplatzierung. Ja, ich will schon gerne punkten. Deswegen Zielplatzierung Platz 10 mindestens. Und dass das einfacher hinkriegt. Ich hoffe doch, dass es möglich ist. Wobei wir bei der Performance echt nicht so gut aussehen. Wir müssen uns da echt verbessern. Aber ich glaube, das wird dann auch mal. Diese Glückssträhne aktiviere ich auch immer gerne mal. Ganz einfach, weil die ganz gut was an Geld einbringt. So, im Qualifying zweimal hintereinander Platz. Ja, es ist eigentlich. Ich probiere es. Obwohl Platz 10. Wir haben ja unsere Leistung am Auto gesehen. Das ist eigentlich. Ach komm, ich gehe mal ein bisschen weniger optimistisch daran. Und dann würde ich sagen, auf zum Rennen. Auch noch eine Mail. Leute. So, wir haben es bewölkt. Ich hoffe, kein Regen. Willkommen zum heißen Wettkampfwochenende in Melbourne. Der Albert Park Circuit ist nur ein Steinwurf vom Strand entfernt. Auf den Tribünen mag Partystimmung herrschen, aber im Fahrerlager sind Erwartungen und Anspannung hoch. Der Albert Park Circuit hat haufenweise schnelle Schikanen und eine lange Gerade, auf der die Fahrer Vollgas geben können. Behält man den Abtrieb bei mittlerer Geschwindigkeit im Auge, bezwingt man diese anspruchsvolle Strecke eher. So früh in der Saison gibt es noch viele Möglichkeiten, die Dinge zu ändern. In diesem Sport gibt es einfach keine Garantie. Meine Damen und Herren, das ist F1.
Jawohl, Penultimo, so sieht's aus. So, wir setzen beide wieder auf Hard. Läuft wieder wie gewohnt ab. Das erste freie Training machen wir. Das zweite und dritte. Da schauen wir, was wir rauskriegen. Das wird aber simuliert. Is the radio okay now? Schicker Helm bei Mick. Hm. Oh, könnte man machen. Gelb in Sektor 3. Ich glaube, es gab einen Unfall. Sehen wir mal, was da passiert ist. Das Na, was hat ein Vettel gemacht? Oh. Dieser Unfall ist fürchterlich für das Team. Ja, Mick hat schon ordentlich Abstand zu Lando. Aber gut, das hatte ja eigentlich Danny Ricciardo auch immer mal. Jemand geriet ins Schleudern. Achso, ich will mal gucken, wer ist eigentlich bei Haas jetzt? Ricciardo, tatsächlich. Ricciardo ist mit bei Haas. Na, okay. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Fahrer nicht ihre Helme so ein bisschen mitnehmen. Ihre Helmdesigns. How's the balance? How's balance? The car doesn't feel right. Okay, understood. Na, geh nicht so schnell. Ach, Mann. Definitiv eine bessere Traktion. Na, was soll jetzt mehr als schief gehen? Kannst du ja nicht. Ich glaube irgendwie, das könnte trotzdem richtig sein. Ich lasse es erstmal so und schaue dann, wie es dann beim zweiten Mal aussieht.
Okay, was ist hier los? Ich habe rausgefunden, wie man den 3D-Modus in 16-facher Geschwindigkeit fährt. Oder sich anschauen kann. Ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Naja, geil. So, wie weit sind wir denn hier? Da kommt sowieso rein, okay. How's the balance? I'm happy. Yep, okay, understood. So, wie schaut's denn aus? Dreimal großartig, das ist schon mal gut. Und hier haben wir gut und das liegt in der Mitte. Das ist natürlich nicht so toll. Wenn man einmal was versteht, ne, dann ist vorbei. Ja, irgendwo muss ich Kompromisse eingehen. Ist recht gut getroffen, nur die Traktion ist ein bisschen schlecht. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, für die paar Minuten schicke ich sie jetzt nicht mehr raus. Ich hoffe nur so sehr, wir haben hier kein Regenrennen. Ich mag eigentlich Regenrennen, aber aus den bekannten Gründen mag ich sie aktuell noch nicht. The session has now finished. Ich glaube, von der Zeit her stehen wir gar nicht so schlecht da.
Weil wir hatten ja nur auf den harten getestet. So, das habe ich schon angepasst. Und dann schauen wir mal, wie das im zweiten Training so verläuft. Sainz ist erster vor Paris. Ja, 15-16, das ist eigentlich nicht so toll. Wir brauchen unbedingt neue Teile. Wir kehren zu unserer Mitspannung. Ja, das wissen wir schon. Erst Training, dann Quali. Die Geraden waren die nicht hier schon auf gut. Das heißt, es müsste doch eigentlich dann direkt am Rand liegen. Wenn es dreht und wendet, irgendwie geht es nicht zusammen. Sind aber wieder die Geraden zu sehr. Es ist irgendwie. Passt hier noch was nicht. Ich meine, ja, ich könnte mir jetzt das andere Setup angucken und das alles übernehmen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich lasse es jetzt so, ehrlich. Das ist mir jetzt irgendwann zu albern. So. Sie doch weiter nach hier. Es geht dann aber wiederum da nicht auf. Ich komme hier noch die Krise.
dem Setup tue ich mich gerade mal so ein bisschen schwer. Wenn ich hier wieder dran drehe, versaue ich mir wieder die Traktion. So. So. Bin ich zwar hier nicht mehr optimal. Ja. Oh. Gott, Willen, ey. So, vielleicht sieht es ja jetzt immer ein bisschen besser aus. Bericht zum Zustand des Autos. Was hat er schon wieder gemacht? Der hat doch schon wieder irgendwo die Karre dagegen gesetzt. Oh, Lando war auf Platz 11 dafür. Das nehme ich. Wow, Setup-Vertrauen 100%. Es lohnt euch, dass ich so lange dran geblieben bin. Jetzt die Frage, haben die das schon ersetzt oder haben die das nicht ersetzt? Die haben das schon ersetzt. Ja. So, dann gehen wir in die Quali. And radio check. Yeah, confirm. Und daher ist eigentlich unsinnig ist, am Anfang rauszufahren, wenn man dann eh wieder nur im Verkehr steckt und die Runde hinüber ist, werde ich diesmal drin bleiben und werde auf den letzten paar Minuten rausfahren nur. Ja, ganz ehrlich, alles andere macht keinen Sinn. Man fährt raus und irgendwann hat man dann einen, der eine Aufwärmrunde davor ist und dann ist die Runde hinüber. Und so probieren wir ganz zum Schluss rauszufahren. Haben alle vor uns, die auf einer schnellen Runde, genauso wie wir sind. Und dann geht das auch klar. Oh, los, Herr Pop, fahrt alle raus. Ja, ein bisschen schneller. Das sollte eigentlich alles klappen, hoffe ich.
So, wie sieht es hier vor mir aus? Ja, da ist, glaube ich, ein Haas vor uns. Oh, der sollte weit genug weg sein. Übrigens habe ich das auch mal, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, habe ich das auch mal ausprobiert, auf manuell zu schalten. Macht, ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Besser gesagt, gar keinen. Macht für mich nicht wirklich Sinn. Also dann kann man das auch auf Automatik lassen. So, fahren wir mal mit hier. Hat aber auch einen Vorteil, wenn wir immer am Ende des Rennens, am Ende der Quali rausfahren erst. Wir sparen uns den ersten Stint, wir sparen uns Reifen. Und das ist auch immer nicht so verkehrt. Oh, Williams ist sehr gut. Warum ist denn Williams so stark? So, schauen wir mal, wo wir uns qualifizieren. Leclerc gerade auf Pole gefahren. Ferrari auch hier wieder sehr stark. Und Norris auf Platz 11. Und Mick auf Platz 16. Schade. Mick hat es nicht geschafft. In Q2. Aber das hatte ja, glaube ich, Ricardo auch immer mal fertig gebracht. Mick leider nur auf der 16. Und die beiden Haas nicht ganz zeitgleich, aber fast. Ich dachte schon zeitgleich, aber ist dann doch ein kleiner Unterschied. Danny Ricciardo zeigt jetzt, was er drauf hat. Ja, Pierre Gasly ist gar nicht so weit weg. Und dann gehen wir einmal ins Q2. Radio check. Yeah, I'm ready to check, all good. Okay, so that's a green light. Frischen Reifen sind aufgezogen. Und dann das gleiche Spiel wie eben auch. Obwohl in Q2 und in Q3 könnten wir Glück haben, dass wir dann vielleicht auch mal einen Schuss dann ganz am Anfang machen. Da sind ja etwas weniger Leute dabei, die einen dann im Weg stehen können.
So, dann schauen wir mal. Lass mal gut rausfahren. Ich lass mich nicht stressen, ich hab Zeit. Wenn man das so sieht, könnte man denken, ich bin ein bisschen zu spät rausgefahren. Ich hoffe nicht, dass das zutrifft. Hier war jetzt gerade auch der etwas neue Abschnitt im Albert Park. Da gibt es ja nicht mehr diese Schikane hier. Oder hier. Irgendwo war die hier auf jeden Fall mal. Ja, wir kommen auf jeden Fall noch rechtzeitig drüber. Und dann schauen wir mal, vielleicht schaffen wir den Sprung ins Q3. So, wo bleibt die Uhr stehen? Ach, schade. Knapp verfehlt wieder. Gut, aber von 11 sind Punkte auf jeden Fall drin. Und auch Mick kann durchaus noch nach vorn fahren. Ja, im Q1 war man deutlich näher dran als jetzt im Q2. Oder? Nee. War in etwa gleich. Ja. Ein bisschen was fehlt uns da noch. Aber das kommt dann durch die neuen Teile, da bin ich überzeugt von. Der Renntag ist da. Jetzt müssen es die Fahrer in Rad-an-Rad-Duellen ausfechten.
McLaren hat ein gutes Qualifying gezeigt. Sie haben ihr Potenzial voll ausschöpfen können und werden im Rennen voll angreifen. Das war jetzt keine übertrieben gute Leistung von Alpine im Qualifying, aber im Rennen stehen ihnen alle Möglichkeiten offen. Und das Rennen wird unter blauem Himmel stattfinden. Das bedeutet, die Teams sollten ihre Strategien ohne zusätzliche Schwierigkeiten umsetzen können. Na, das ist doch was. Spannende Entscheidungen warten auf die Teams und ihre Fahrer hier in Melbourne. Sehen wir mal, was passiert. So, und damit würde ich sagen, beenden wir hier auch die Folge und starten dann in der nächsten Folge rein, die dann am Freitag kommt. Starten wir dann rein ins Rennen. Also es wird auf jeden Fall spannend werden. Ziel ist auf jeden Fall wieder die Punkte. Möglichst viele Punkte. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und damit unterstützt ihr auch den Kanal hier. Abo ist kostenlos, braucht euch keine Sorgen zu machen. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.